Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Viele Fragen gehen momentan durch die Bevölkerung. Wie geht es nach Corona weiter? Wird die Welt nach Corona eine andere sein? Werden sich die Menschen durch Corona verändern? Wie kann man eine Gesellschaft nach Corona organisieren? Diese Fragen stellen sich Menschen auf der ganzen Erde im Moment. Die Perspektive ist immer die gleiche. Wie geht's danach weiter? Corona ist in aller Munde. Bei Christen ist das in den Tagen vor Ostern, speziell in den Kartagen, gar nichts Ungewöhnliches. Heißt Corona aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt doch Krone. Im Kontext der Kar- und Osterliturgie bezeichnet sie die Dornenkrone, die Jesus bei seiner Passion aufgesetzt wurde. Diese Krone wurde ihm aufgesetzt, um ihn zu verspotten, zu verhöhnen. Da schaut euch den König an, schrien sie. Die Krone, Corona, als ein schändliches Zeichen, als ein Makel, als ein Symbol des Hohns, der Verspottung und letzten Endes auch der Vernichtung. Nach der Krönung mit der Dornenkrone wurde über Jesus das Todesurteil gesprochen, der Tod am Kreuz verkündet. Die Krönung, der Ausgangspunkt zum Finale der Leidensgeschichte. Aus und vorbei. Aus und vorbei? Nicht für Jesus. Und auch nicht für die Menschen, die an ihn glaubten. Denn, um zum Beginn dieser Betrachtung zurückzukommen, es gab für sie ein Leben nach Corona. Die Dornenkrone und alles, was danach auf diesem Leidensweg kam, war eben nicht das Ende. Das Leiden, die Leidenszeit wurde überwunden in der Auferstehung. Es gab ein Leben nach der Katastrophe. Sie war der Ausgangspunkt für das rasante Prinzip der Nächstenliebe. Ein Prinzip, das es so vorher in der Geschichte nicht gab. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Passion und die Auferstehung, die untrennbar mit ihr verbunden ist, hat die Menschen verändert und hat auch die Welt verändert. Es gab damals Menschen, die erkannt haben, dass das schlimmste Ereignis auch das Potenzial hat, etwas zum Positiven zu verändern. Und vielleicht gibt es ja auch nach dem Abflauen dieser Infektionswelle im Moment tatsächlich bei vielen Menschen eine Veränderung. Eine Veränderung dahingehend, dass sie erkennen, es gibt mehr als Besitz, Arbeit rund um die Uhr, Ansehen, Macht und ich zuerst. Vielleicht liegt hier das Potenzial zur Auferstehung der Menschheit, nach dieser für viele Menschen als Passion empfundene Zeit.